Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sabine die Cat. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuesten Projekt Family Mysteries 3 – Verbrechen im Kopf. Ganz kurz über das Spiel: ist von Artifex Mundis von 2020, ein Wimmelbild-Abenteuerspiel, und ich möchte das Ganze gerne anbieten als Komplettlösung inklusive aller Sammelgegenstände, und ich wünsche euch viel Spaß. I'm so excited. Finally, my journey for the truth has come to the end. And what a journey it was. So, das brauchen wir mal nicht. Brauchen mal oben das Foto. As a teenager, I lost my parents in a strange car crash. I was devastated, alone, broken. A short time after, I received the last thing my parents had mailed to our family house. Their unfinished research on behavioral psychology. Oben rechts. I finished college, got my PhD in behavioral psychology, and continued the research of my parents at the Institute of Applied Psychology. After 2 years of hard work, my assistant Richard and I are at the breaking point. Sadly, we are about to lose our funding. This will be our last chance to confirm the theory set by my parents. It's time to finish this. I'm so excited! This is it! Our final testing to prove, is it possible to use a mind-controlling device for changing behavior? Just imagine how that will help to people who are dealing with addictions, obsessive-compulsive disorder, etc. First, you have to feed the dog. Second, you have to find a mind-controlling device. Should be here somewhere in the lab. Don't worry, it's completely harmless for the dog. Gut, es gibt wieder Sammelobjekte. Die erste haben wir da hinten, die Figur. Und dann haben wir Puzzlestücke, das ist das erste auf der linken Seite hier. Wird sich gleich umwandeln. Dann schauen wir rechts hinten die kleine Kiste an. Die öffnen wir mal. Wir bekommen Batterien. Und ein Taschenmesser. Schauen wir, hier links oben steht das Hundefutter. Schauen sich drunter die Schubladen genauer an. Dann öffnen wir den Zylinderkasten mit dem Taschenmesser. Bekommen Neuronenschlüssel Teil 1. Jetzt gehen wir zu der Pflanze her. Mit der Schere stutzen wir die zurück. Dann bekommen wir das Hundefutter. Damit machen wir den Hund glücklich. Kriegen den zweiten Teil. Die beiden Schlüssel kommen in die Kiste. Dann haben wir Gerät zur Gedankenkontrolle. Da kommen jetzt die Batterien rein. Das geben wir zum Hund. Und dann gehen wir vor zum Experiment. Zuerst müssen wir die Frequenz einstellen. Stelle das untere Mustersignal oben wieder her. Verwende die Pfeile, um das Signalsegment auszuwählen. Wähle den Signalkopf
um die Signalform zu ändern. So, da kann man hin und her springen. Führe den Hund in einer begrenzten Anzahl von Zügen mit Hilfe des Gedankenkontrollgeräts durch das Labyrinth. Wir haben auf der linken Seite die Tasten. Das heißt, wir müssen ihn zu dem ersten rosa Punkt führen. Das heißt, wir fangen mal an. Links, runter, rechts, rauf, rechts, runter, rechts, runter. Wieder dasselbe von vorne, das Spielchen spielen wir dreimal. Links, rauf, links, runter, rechts, runter, links, rauf. Fangen wir an, links. Runter, rechts, runter, links, runter, rechts, rauf, rechts. Jetzt brauchen wir nur noch drucken. Dann haben wir die Testergebnisse. Die zeigen wir unserem Assistenten. I can't believe it. We did it. We succeeded. Who could that be? Schaut vertrauenserweckend aus. Good evening. Are you Nancy Bradford? Yes, I am. I am working for Neurotech. Independent Nonprofit Research Center. For quite some time, we have been following your work, and we would like to offer you a position in our center. You will have freedom to continue on your research, and you will receive a $10 million grant to help you in that. If you are interested, our driver will pick you up tomorrow. Good day. Den Umschlag schauen wir sich genauer an. Sehr geehrte Nancy, Ihre Fachkenntnisse über bewusstseinskontrollierende Substanzen werden benötigt, um meine Forschung zu vervollständigen. Dr. Webster. Did you hear that? $10 million! You have to accept. Neurotech is world-leading institute in cognitive research. You are right, Richard, but it's always better to sleep on it before making the final decision. Zum Smartphone. Hello, Nancy Bradford. Have you considered our offer? Nancy speaking. I accept it. Please, bring your ID as well as the latest research documentation. Our driver will be in front of your house in 15 minutes. Auch hier gibt's wieder ein Sammelobjekt, ein Puzzleobjekt. Es befindet sich auf der linken Seite beim Bett, hat sich gerade in einen Kopfpolster verwandelt.
gehen zu den Büchern oben hin. Da bekommen wir eine Säure. Dann gehen wir zum Schrank. Nehmen den Schlüsselanhänger mit, den können wir zerlegen. Jetzt haben wir nur den Anhänger. Gehen zum Koffer, da können wir den Anhänger einfügen. Dann haben wir auch schon das erste Wimmelbild-Abenteuer. Wir brauchen einen Apfel. Dann nehmen wir die Rolle hier raus. Da ist der Chemikalienkolben, das Fläschchen. Dann haben wir 892. Das ist der Code für das Tablet. Uns interessiert das Gehirn. Hier haben wir ein Zuckerl. Die Kameralinse kommt auf die Kamera. Dann öffnen wir den Koffer. Das zweite Zuckerl. Die säurehaltige Flüssigkeit. Die Socke hat sich gerade verwandelt in den Handschuh. Nehmen die Büroklammer, damit können wir den Beutel hier öffnen. Den Kulturbeutel, da haben wir einen Lippenstift. Nehmen die Schere rechts hinten, können wir die Naht öffnen. Die Pillen. Den Schlüssel benötigen wir das kleine Kästchen. Dann öffnen wir die Brieftasche. Da ist der Glücksklee drinnen. Die Brille ist im Etui. Und das letzte Zuckerl ist hier oben drinnen. Dann gehen wir nach rechts rüber zum Tisch. Schauen sich das Bild hier nochmal genauer an. Mom and Dad, how I miss you. Drehen das um. Da bekommen wir eine Anleitung, die kommt auch noch rechts zum Tisch her. Folge den Anweisungen des Bretts und misch die sauren Bestandteile, um eine stärkere Säure zu erzeugen, die Metall schmelzen kann. Kommt einmal der Trichter oben rein, das kleine Glasröhrchen. So, hierher. Als zweites kommt die lila Flüssigkeit. Dann sehen wir die Schalter, in welcher Position die sein müssen. Der linke muss nach links zeigen, der rechte nach unten. Dann kommt die rote Flüssigkeit dazu. Der linke Schalter nach unten. Der rechte nach rechts. Das Pulver dazu. Der linke Schalter nach rechts. Und der rechte nach oben. Damit haben wir die Säure. Mit der Säure können wir jetzt unseren Kleiderschrank öffnen. Also jeder, was den Schlüssel vergessen hat, bitte zu Hause nicht nachmachen. Wir nehmen die Unterlagen mit. Den Ausweis. Und hier im Kästchen ist noch eins. Who is it? Good evening, Nancy. My name is Burns, John Burns, and I am a CIA agent. Do you have some time? Yes, of course. Please come in. Dann reden wir mal mit dem netten Herrn. So, what do you want from me? Miss Bradford, we were informed that you were contacted by Neurotech Research Center. And that they offered you a position? Is that true? Yes. For quite some time, we've been monitoring Neurotech because we suspect that they're conducting illegal experiments on human subjects.
Also, their director is Professor David Webster, who worked for CIA on MKUltra project with your mother and father. We have suspicion that he is also involved in their deaths 20 years ago, but we don't have solid evidence. Please, look at those files. Die Akten schauen wir sich natürlich genauer an. Suche drei bestimmte Elemente auf dem Foto, um die Dateien freizuschalten. Jedes Foto hat einen anderen Satz von gekennzeichneten Elementen, die in dem Kreis in der linken Ecke der Datei angezeigt werden. Wir sehen hier oben die Symbole, die wir im Bild suchen müssen. Das erste haben wir auch schon hier oben in der Mitte. Das zweite verbirgt sich in den Unterlagen. Das dritte müssen wir fertigstellen. Da haben wir unten die Kreide. Und dann malen wir das einfach fertig und klicken drauf. In 1970, your father and mother worked at the Oak Institute to experiment with animal mind control. The head of their research team was chemist David Webster. Dann drücken wir oben auf die Play-Taste. Haben wir gleich links beim Kopf. In der Mitte fügen wir die zwei Stühle zusammen. Und ganz oben in der Mitte, hinter dem Luster. In 1971, Professor David Webster contacts government and uses research findings to advance pre-existing research that the CIA was already working on and whose ultimate purpose was to control the minds in humans. That project was called MKUltra. So ganz oben links, am Grabstein rechts und unter dem Halstuch in der Mitte unten. Your parents did not want to have anything to do with the research that could have been misused and contacted the media. In 1973, CIA officially discontinues research. Shortly afterwards, they are found dead and Professor Webster, suspected of their death, steals the research results and disappears. We would like you to monitor the situation there, and if you find some evidence that they are conducting experiments on human subjects, to contact us through this smartwatch. I will do that. Die Uhr nehmen wir mit. Thank you for your cooperation. We will be in touch, Miss Bradford. Miss Bradford, your ride has arrived. Whenever you're ready, I'm waiting for you downstairs. Gut, wir gehen runter zum Auto. Is happening there? Das nächste Sammelobjekt, diesmal eine Puppe hier auf der linken Seite, Nummer 2. Dann schauen wir vor zur Tür. The video display is not working. I need to find a way to let them know that I am here. Gehen links zu der Katze mal hier. Dann nehmen wir den Sechskant mit. Böses Kätzchen. Links rüber zum Brunnen. Draht und Handschuh. Mit dem Sechskant können wir die Platte öffnen. Und die nehmen wir auch gleich mit. Und
Und dann biegen wir noch den Draht zurecht. Dann haben wir einen Haken. An der Stelle würde ich wieder sagen, wir machen eine Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!